Boah, waren die Märkte nervös gestern. Es hat richtig geknallt, vor allem bei Rohstoffen und natürlich bei unserer Gemeinschaftswährung, dem Euro. Da ist richtig der Blitz eingeschlagen, warum der Euro gestern plötzlich so stark unter Druck kam. Gestern Vormittag schon, ist eigentlich nicht so wirklich klar, denn die Ausgangslage für die Eurozone war ja auch schon letzte Woche ziemlich miserabel, eben aufgrund der Anfälligkeit für diese Energiekrise, die derzeit hier vor allem in Europa der Fall ist, eben nicht so stark in den USA der Fall ist und vor allem dann eine EZB, die ihren Namen tanzt und so ein bisschen in ihrer Parallelwelt existiert. Aber gestern wurde das plötzlich eingepreist, wurde diese Fragilität der Eurozone ein bisschen stärker eingepreist. Dementsprechend der Euro praktisch gegenüber allen Währungen deutlich unter Druck. Nicht nur gegenüber dem Dollar, gegenüber dem er auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen war. Aber wie gesagt, auch Gold massiv unter Druck. Öl ist unter Druck gekommen, die Rohstoffe sind unter Druck gekommen. Nur die Aktienmärkte in den USA, die haben sich gut gehalten und der Dollar mit einer massiven Rallye. Und wenn die Aktienmärkte weiter Land gewinnen wollen, wenn die Wall Street weiter Land gewinnen will, dann braucht sie einen schwächeren Dollar. Sonst wird das sehr, sehr schwierig, denn vor allem die international agierenden US-Konzerne, die haben dann ein schlechteres Geschäft, wenn der Dollar zu stark ist, weil man etwa im Ausland ja Euros verdient oder in Japan Yens verdient, die dann in Dollar tauschen muss und das gibt dann schlichtweg weniger Dollars. Das schlägt sich dann negativ in den Earnings nieder, in den Zahlen der Unternehmen und Earnings ist das Thema. Wir haben ja ab Mitte des Monats jetzt dann den Beginn der US-Berichtssaison und das wird einer der entscheidenden Trigger werden. Aber schauen wir uns zunächst mal einige Dinge an, die ich sehr interessant finde an der aktuellen Situation. Wir haben hier zunächst mal den Dollar oben und den S&P 500 unten und wir sehen, der Dollar, der ist gestern massiv gestiegen, der S&P 500, aber hat sich gut gehalten. Normalerweise gibt es da eine negative Korrelation, starker Dollar, schwacher S&P 500 und umgekehrt, schwächerer Dollar, stärkere Aktienmärkte in den USA. Und wenn wir uns das mal anschauen, was gestern da los war an den Märkten, ja, S&P 500 sogar noch ins Plus geschafft. Nasdaq 1,75% im Plus, also deutliche Zugewinne. Wir sehen bei den Sektoren Consumer Discretionary, ein Risk-On-Sektor. Wir sehen Technology, Risk-On-Sektor. Wir sehen Financials, Finanzwerte. Und das, obwohl wir gestern Invertierungen der Zinskurven hatten in den USA, was die Finanzmärkte ja normalerweise nicht so lieben. Und wir sehen hinten Utilities, Versorger und Energie. Gestern ja der Ölpreis massiv unter Druck, dazu gleich mehr. Also hier ein etwas uneinheitliches Bild, aber hier sehen wir nochmal eigentlich relativ klar, dass es die Dickfische waren, die gestern die Märkte gerettet haben. Etwa eine Apple mit 1,9%, eine Google mit 4,4%, selbst eine Meta ist gestiegen, meine Damen und Herren. Gesichtsbuch Amazon 3,6% und die glorreiche Tesla auch 2,5% im Plus, obwohl man Berlin und Shanghai zusperrt für 2 Wochen. Aber natürlich die große Story der Euro, das ist diese toxische Kombination aus Energiekrise und EZB. Vertrauenskrise könnte man es fast schon sagen. Wir sehen, dass der Euro da jetzt unter relevante Unterstützungen gefallen ist. Wir sehen, dass jetzt Goldman Sachs bullish wird, bullish bleibt für den Euro. Das ist für mich ein besonderes Warnzeichen, meine Damen und Herren, gell? Wenn Goldman Sachs als sehr brauchbarer Kontraindikator sagt, wir sind positiv für den Euro, dann werde ich sehr, sehr skeptisch, denn die EZB hat im Prinzip eine unlösbare Situation. Sie müsste eigentlich stärker die Zinsen anheben, was sie nicht will. Und auf der anderen Seite, wenn sie es nicht tut, wird der Euro schwächer und dann wird die Inflation wiederum stärker, was den Handlungsdruck wiederum erhöht. Und jetzt ist auch hier ihre Crisis Fighting Scheme ist ein bisschen jetzt in Frage gestellt. Die EZB betreibt ja nicht nur wunderbare Klimapolitik zu unser aller Besten, sondern sie will ja auch die sogenannte Fragmentierung der Eurozone, also die Renditedifferenzen bekämpfen, weil sie sagt, das sei ja unangemessen, gell? Jetzt hat der Bundesbankchef Nagel gesagt, ja, wer kann denn beurteilen, was angemessen ist? Und damit sagt er faktisch, die Märkte können es vielleicht beurteilen, beziehungsweise das wäre die einzige Chance, in irgendeiner Form eine Schwarmintelligenz an dieses Problem zu setzen. Das will die EZB-Planungsbehörde
würde nicht, deswegen dürfte es aber auch politische Schwierigkeiten geben, rechtliche Schwierigkeiten geben gegenüber dem, was da praktisch die Europäische Notenbank vorhat. Denn faktisch benachteiligt das etwa Deutsche, wenn deutsche Anleihen verkauft werden, zugunsten etwa dem Kauf von italienischen Anleihen, denn das alles hat dann etwa auf Kreditzinsen Auswirkungen hier in Deutschland und eben auch in Italien. Da werden sozusagen Gleichmachungsprozesse in Gang gesetzt und das dürfte nicht ganz einfach werden. Inzwischen gibt es auch Berichte, dass der großartige Klimastresstest, den die EZB bei Banken durchführt, weniger harsch ausfallen wird, als zunächst befürchtet. Also die oberste Klimabehörde, nämlich die EZB, ist hier ein bisschen gnädig. Das ist doch ein gutes Zeichen, wenn man dann hier die Banken nicht komplett in den Ruin treibt, nachdem man sie schon weitgehend in den Ruin getrieben hat durch Negativzinsen. Hier sehen wir mal etwa oben die Verschuldungssituation. Griechenland ganz oben, dann kommt Italien, dann Spanien, Frankreich und unten noch Deutschland. Aber ich bin sicher, wir werden die deutsche Bonität auch noch zum Wohle der Europäischen Gemeinschaft irgendwie als Pfand hinterlegen, beziehungsweise haben es ja schon gemacht, aber dieses Pfand wird dann gezogen. Unten sehen wir dann die Spreads, die jetzt nach wie vor relativ hoch sind, also Risikoprämien, Differenzen zwischen deutschen und Peripherieanleihen. Allerdings sehen wir auch hier, dass die Renditen insgesamt doch zurückgekommen sind in den letzten Tagen. Und wir sehen, dass vor allem gestern Rohstoffe unter Druck waren. Hier etwa viertschwächster Tag für die Rohstoffe in den letzten 16 Jahren. Das ist eine relativ lange Zeit. Der Bloomberg Commodity Index 6,6% im Minus. Wir sehen, dass gestern Brent Crude, zwar der Future hier, den es seit 1988 gibt, den drittschwächsten Handelstag seit 1988 hat. Wir sehen, dass in den USA die Gasoline Futures, also die Benzin Futures, jetzt so tief stehen wie seit April nicht mehr. Es sind jetzt vom Hochpunkt einen Dollar gefallen, von 4,30 Dollar in etwa jetzt auf 3,30 Dollar, also da tut sich was. Und Ottavio Costa, ein bekennender Fan von Rohstoffen, schaut sich mal den Bloomberg Commodity Index an, erkennt jetzt diese Aufwärtstrendlinie, die hier jetzt getestet wird gerade, und weist darauf hin, dass der RSI, und zwar der 14-tägige RSI, jetzt bei 20 ist. Alles unter 30 gilt als überverkauft, 20 ist extrem überverkauft. Also er sieht hier sozusagen eine langfristige Einstiegsmöglichkeit. Das könnte ein interessantes Play werden, wenn man jetzt ein bisschen Mut hat und sagt, okay, Rohstoffe werden ein Thema sein in diesem Jahrzehnt. Das wird sich nicht ändern, auch wenn wir natürlich jetzt diesen Höhenflug der Rohstoffe gesehen haben. Dann jetzt sozusagen die ganz scharfe Korrektur, typisch vor dem Eintritt einer Rezession. Mit Eintritt der Rezession steigen dann die Rohstoffe normalerweise wieder. So zumindest war es in den letzten Zyklen gewesen, aber insgesamt sehen wir eben, dass jetzt etwas sich geändert hat, und das ist sozusagen auch das Potenzial, das die Aktienmärkte haben. Die Märkte preisen jetzt eine weniger hawkische Fed ein, nachdem die Märkte ja zunächst die Fed überhaupt nicht mit ihrer hawkischen Wende ernst genommen hatten, dann praktisch diese Zinsängste übertrieben hatten, jetzt so ein bisschen wieder zur gesunden Mitte zurückkehren, hat man das Gefühl. Jetzt sehen Sie eben, dass die Fed bald fertig haben wird. Trapattoni hat auch fertig und die Fed auch fertig bald. Das zumindest ist die Erwartung der Märkte. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten kommen, dann sehen wir hier mal den S&P in Midterm Election Years Jahren, also in Jahren mit der US-Zwischenwahlen. Und was wir hier sehen, meine Damen und Herren, sind viele Linien, jawohl, aber wenn wir also einen demokratischen Präsident haben, dann sehen wir hier, das ist die zweitoberste Linie, die Sie hier sehen, dann sehen wir, dass wir eigentlich Anfang Juli bis Mitte Juli nochmal eine günstige Zeit haben, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und Mitte Juli, wie gesagt, sind ja die ersten Ergebnisse, beginnt die US-Berichtssaison wirklich dann Fahrt aufzunehmen, und da ist eben dann die entscheidende Frage, wird das eine schwere Enttäuschung oder nur eine mäßige Enttäuschung? Dass die Ausblicke vor allem nicht besonders toll ausfallen dürften, liegt auf der Hand. Hier sehen wir mal etwa den S&P 500. Hier sind wir jetzt direkt an einem gleitenden wichtigen Durchschnitt gelaufen, sehen aber, dass wir da so eine Art Boden, kurzfristigen Boden ausgebildet haben. Das könnte also durchaus noch weiter nach
nach oben gehen, bevor dann wahrscheinlich nochmal eine finale Welle nach unten kommt. Das zumindest ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, sodass die Kuh noch nicht vom Eis ist für die Märkte, auch wenn wir durchaus Potenzial für weitere Erholungen haben. Allerdings sind wir im kurzen Zeitfenster, wenn wir uns jetzt mal RSI und andere Indikatoren anschauen, schon ein bisschen überkauft, kann noch überkaufter werden, aber da würde ich dann persönlich die Reißleine ziehen. Und hier sehen wir etwa mal das gestrige Tagesgeschehen. Zunächst im europäischen Handel ja runter, oder als die Europäer noch am Start waren. Kaum waren die europäischen Märkte geschlossen, ging es bums nach oben für die US-Indizes. Aber insgesamt nach wie vor eine Sorge, dass die High Yields, die Junk Bonds, die Achillesferse der US-Wirtschaft, nicht wirklich mitmachen. Wir sehen bei den Junk Bonds keine nachhaltige Erholung, auch wenn der S&P 500 faktisch jetzt in so eine Seitwärtsphase eingetreten ist. Also bleibt eine gewisse Vorsicht angesagt. Das mahnt auch der Permabär Mike Wilson von Morgan Stanley, der sagt, ja, die Situation der US-Wirtschaft ist noch schlechter, als wir erwartet hatten. Die Abkühlung ist noch stärker, als zunächst vermutet. Und deswegen, sagt er, wird der S&P 500 noch auf 3000 Punkte fallen und begründet das, wie wir gleich sehen, mit interessanten Charts. Heute wichtig haben wir ja das FOMC-Sitzungsprotokoll, also das Protokoll der letzten FED-Sitzung. Da allerdings war die Wirtschaft noch nicht so stark abgekühlt, waren die Daten noch nicht so richtig schlecht. Deswegen kann man gespannt sein, wie die FED die Situation eben sieht. Das wird redaktionell bearbeitet noch. Da fließen dann manche Entwicklungen, die zum Veröffentlichungstermin hingehen, dann noch mit ein. Das ist so eine interessante Mischung. Also das ist ein redaktionell bearbeiteter Text, könnte man sagen, der so ein bisschen an die Gegenwart heranrückt, aber gleichzeitig den Stand von damals eben reflektieren soll. Spannende Situation. Wir sehen einige widersprüchliche Dinge in Sachen Inflation. Hier zum Beispiel Walmart sagt jetzt seinen Zulieferern, es wird Gebührenerhöhungen, Preiserhöhungen geben, eben aufgrund der gestiegenen Kosten, die man insgesamt hat. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Treasury Yields, also die Renditen, etwa für US-Staatsanleihen, aber auch europäische Anleiherenditen, jetzt schon ein bisschen nach unten gekommen sind. Aber hier sehen wir den US Economic Surprise Index in der oberen Grafik, der ja im freien Fall ist. Das dürften die US-Renditen nachvollziehen. Dementsprechend dürfte weiter Druck auf die Renditen bleiben. Das wird auch bestätigt durch die Relation etwa Gold-Copper, die relativ parallel normalerweise läuft mit der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Auch da ist noch durchaus Potenzial. Da ist eben der Fall hier deutlich stärker bei Gold Corporate. Das dürfte also für die Renditen bedeuten, dass wir da noch nicht fertig haben. Und was den S&P 500 betrifft, da sagte Wilson, den wir vorhin gesehen haben, diesen Permabär, sagt, ja, schaut euch mal an, wie jetzt etwa die Einkaufsmanager-Indizes weiter agieren. Wenn die Einkaufsmanager-Indizes, also PMI, Market Purchase Manager Index, wenn die Einkaufsmanager Indizes etwa beim ASM auf 43 fallen, dann würde das bedeuten, dass nicht nur die Wirtschaft in den USA schon schrumpft, sondern dass auch der S&P 500 eben auf diese 3000 Punkte fallen würde. Wir haben letzten Freitag ja den ISM-Index gesehen aus den USA, schwächer als erwartet, aber noch über 50. Heute kommt der Dienstleistungs-ISM um 16 Uhr. Das wird auch interessant. Aber für die Amerikaner ist eben Inflation ein Riesenthema. Jeder dritte Befragte sagt, Inflation ist die größte Sorge, die ich habe. In der sogenannten Monmouth Poll hat sich jetzt verdoppelt von Februar, von 14 auf mehr als verdoppelt, von 14% auf 33%. Zweitgrößte Sorge ist der Gaspreis mit 15%, dann 9% Economy und etwa Corona jetzt nur noch 1%. Das war noch im Dezember 2021 die größte Sorge. Also wir sehen, wie sich die Gewichte da verschieben, aber dass Inflation natürlich ein riesiges Thema ist, sowohl für die Fed als auch eben für Präsident Biden, der wahrscheinlich ja ziemlich baden gehen wird jetzt bei den Zwischenwahlen im November. Aber die Fed muss eben gegen diese Inflation agieren. Und hier sehen wir etwa 35% nach einer Umfrage, die JP Morgan hier displayt, nämlich vom Zensusbüro die Umfrage. 35% der Amerikaner sagen, sie haben Schwierigkeiten, ihre Ausgaben zum Monats oder ihre Ausgaben wirklich leisten zu können, ihre Rechnungen begleichen zu können. Das ist jetzt der höchste Wert seit 2020, also im Prinzip seit Corona. Das heißt, hier sehen wir, dass diese Zahl der Amerikaner nach oben geht, die aufgrund dieser Inflation eben schwer unter Druck kommen. Und das heißt, Druck auf die Fed heißt Druck auf die
Entscheider in der Politik. Auf der anderen Seite sehen wir interessanterweise, dass die Inflationserwartungen fallen, etwa in den USA von 3,7% bei den 5-Year Break-Evens, also bei den Inflationserwartungen in 5 Jahren, die nächsten 5 Jahre, blablub. Jedenfalls sehen wir, dass das jetzt nur noch bei 2,7% ist, also 1% gefallen, das ist eine Menge Holz, ziemlich im freien Fall, und das gilt auch etwa für die Inflationserwartung in Deutschland, für die 10-jährige Inflationserwartung, die ist jetzt nur noch bei 2,09%, war noch nicht so lange her bei 3%, also auch 1% runtergekommen. Das heißt, die Bevölkerung fürchtet weiter steigende Inflation. Die Märkte preisen schon ein, nee, das mit der Inflation wird aufgrund der starken wirtschaftlichen Abkühlung, die dann in eine Rezession mündet, wird gar nicht so schlimm sein können. Das auch ist das Argument, dass dann die Bullen für die Aktienmärkte aus dem Köcher ziehen können. Kommen wir mal nach Germany, kommen wir nach Deutschland. Hier hat Villeroy und Bosch, die seit 1879 in Merzig fertigen. Merzig ist im Saarland unweit der französischen Grenze. Meine Oma ist Saarländerin, die hat immer von den Merzigern und den Herrschaften aus Saarlouis gesprochen, die Preißen, weil die damals von Preußen besetzt waren, während da, wo sie herkommt, waren die Bayern am Start. Die waren katholisch, also ganz interessante historische Beobachtung, dass selbst das kleine Saarland ziemlich gespalten ist. Jedenfalls sehen wir, dass Villeroy und Bosch hier eben die Fertigung jetzt auch ins Ausland verlegt, weil man sagt, extrem hohe Kosten für Energie, Transport, Verpackung, Rohstoffe sowie das hohe Lohnniveau in Deutschland. Also der Standort Deutschland, der ist immer gefährdeter, und das müsste langsam auch unseren politischen Entscheidungsträgern mal auffallen, dass es uns nichts bringt, wenn wir vor lauter grünem Gutmenschentum dann praktisch unsere Wirtschaft kaputt schießen, denn irgendwer muss den grünen Wandel, der ja vielleicht durchaus notwendig ist, aber auch bezahlen, und das können nur Jobs, das können nur Industrie, das können nur Firmen, die Steuern zahlen, Menschen, die Steuern zahlen, sonst wird das eben alles nicht gehen. Und jetzt haben wir das Problem auch mit Habecks Gasplan, wie die deutsche Intellektuellen Zeitung mit den 4 Buchstaben berichtet. Fehlende Transportschiffe sind das Problem für Flüssiggas. Möglicherweise geht dieses ganze Konzept nicht auf. Vom Robert Schamamoy. Jedenfalls ist natürlich Deutschland jetzt in einer Situation, in der die ganzen Probleme, die wir im Prinzip in den letzten Jahren aufgebaut haben, die aber nicht manifest wurden, dass die jetzt zum Vorschein kommen. Man könnte fast sagen, vielleicht sollten wir in der Nachbetrachtung Putin dankbar sein, dass er mit diesem verbrecherischen Angriffskrieg letztendlich aber auch die Wunde in die deutschen schizophrenen Widersprüche gelegt hat. Das wird vielleicht in der Nachbetrachtung eine heilsame Schockreaktion sein, wenn jetzt selbst in Frage gestellt ist, dass wir im Winter einigermaßen in warmen Zimmer sitzen, dann sehen wir schon, wie weit es gekommen ist. Wie geht es jetzt für den DAX weiter? Ausverkauf im deutschen Leitindex. Jetzt geht es um eine bestimmte Marke. Schauen Sie sich diesen Artikel an, wenn Sie wissen wollen, wenn Sie in DAX-Werten investiert sind, wenn Sie wissen wollen, was jetzt hier zu beachten ist. Und lange so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, aber China-Aktien, ich weiß jetzt nicht, wie das Chinesen heute, jedenfalls da könnte Interessantes sich abzeichnen. Dazu auch ein Artikel, den ich empfehle, also 2 Artikelempfehlungen, und die Bitte, teilen Sie dieses Video, teilen Sie Artikel von Finanzmarktwelt, und ich werde Ihnen ewig dankbar sein dafür, glauben Sie es mir. Jetzt sage ich aber erst einmal Servus und Ciao, heute dann Markeflüster und dann 20 Uhr, das Markeflüster vor 20 Uhr, weil dann ja das FOMC-Protokoll, das FED-Protokoll kommt, das wird ein Hingucker. Also Servus, Ciao.